ist meins. Ja. Maximiliane Irene von Quint wächst ohne Vater und Mutter auf. Sie lebt bei ihren Großeltern in Hinterpommern. Einst wird sie das Gut Pönichen erben. Der alte Quint ist stolz auf seine Enkelin, wenn auch in ihren Adern das Blut eines polnischen Offiziers fließt, der im Leben seiner Frau Sophie Charlotte eine wichtige Rolle gespielt hat. Maximilianes Mutter Vera hat in Berlin in zweiter Ehe den jüdischen Psychoanalytiker Dr. Daniel Grün geheiratet. Die frei aufgewachsene Maximiliane kann sich an die Schulzucht nicht gewöhnen. Sie flüchtet. Der alte Quint findet sie im Häuschen von Inspektor Blaskorken. Sie aus freien Stücken kommen, Blaskorken. Ich habe nicht viel zu sagen. Soll ich rausgehen? Du bleibst. Über das, was man getan hat, kann man auch reden. Worte sind nicht schlimmer als Taten. Nun, aber bitte keine Details in Gegenwart der Damen. Es gibt nicht viel zu sagen. Maximiliane hat für mich gekocht und das Haus in Ordnung gehalten. Sie hat mir beim Auslegen der Netze geholfen und sich überhaupt sehr geschickt angestellt. Tja, das ist alles. Der Schäferkarren steht noch draußen am Blaupfuhl. Im Sommer pflege ich ja bekanntlich dort zu übernachten. Und hüteten des Nachts ihre Herden. Ich hoffe, ich war ein guter Hirte. Aber meine Zeit hier ist nun wohl auch vorbei. Mit den Schafen und den Fischen ist alles in Ordnung. Ich glaube, es bricht eine neue Zeit an. Die Jahre der Schmach sind jetzt vorüber. Der Horizont wird wieder Licht über unserem Vaterland. Dann bringt eben Riepe sie morgen früh zum 10 Uhr Zug. Leben Sie wohl in einem Vaterland, über dem der Horizont wieder lichter wird, wie Sie vermuten. Wir wünschen Ihnen alles Gute. Danke. Baronin? Es zieht tatsächlich eine neue Zeit herauf. Dass es eine bessere Zeit wird, glauben viele mit Inbrunst. Die Schrecken, die kommen werden, ahnen erst wenige. Maximiliane lebt wieder auf Pönichen. Sie wird jetzt 13. Doch auf die Dauer kann sie hier nicht bleiben. Dem steht die allgemeine Schulpflicht entgegen und die Einsicht des alten Barons, dass er seine Enkelin für ihr Leben auf dem Gut zwar formen, ihr aber keine Schulbildung vermitteln kann, die den Namen verdient. Internat Appenrade. Hört mal, was uns der Anstaltsgründer der Mathilde-Zimmer-Stiftung mitzuteilen hat. Alle wahre Erziehung ist Lebenserziehung, das heißt Erziehung des Menschen für das Leben und durch das Leben. Unter diesem Gesichtspunkt ist die gesamte volkserzieherische Tätigkeit zu betrachten. Hat sich dieser Zimmer doch eine ganze Masse vorgenommen, gleich das ganze Volk auf einmal. Wer vom Ziel nicht weiß, kann den Weg nicht haben. Was ist denn volkserzieherisch, Großvater? Ja, hier, wenn Erziehung Lebenserziehung sein soll, dann muss sie dem Leben die Gesetze ablauschen, mit denen dieses erzieht und formt. Also da wird mir doch ein bisschen zu viel gelauscht und geformt. Ja, aber andererseits,
Na, was hältst du davon, Sophie Charlotte, aus dem Königsberg des Immanuel Kant? Oder hältst du dich da raus? Für Kant bist du zuständig, Quint. Und du, Maximilian? Evangelische Schulgemeinde Potsdam-Hermannswerder. Ach ja, da war mal eine Nichte von den Mitzekers, haben die mir erzählt. Die hat dann später einen Pastor geheiratet und 7 gesunde Kinder zur Welt gebracht. Also diesen Gesichtspunkt brauchen wir vorläufig ja wohl nicht zu erwägen. Wie ein einzigartiges Juwel ist das Eiland dem Kleinod des Reiches der Stadt Potsdam vorgelagert. Das Bildungsziel ist die Ausbildung zur verantwortungsbewussten deutschen Hausfrau und Mutter, Geflügelhöfe, anerkannter Gartenlehrbetrieb, Lehrküche, Säuglings- und Kinderstation, praktische und wissenschaftliche Durchbildung kommt dem Bedürfnis der Gegenwart nach verstärkter Bindung an die Scholle entgegen. Na, also, Scholle habe ich für meine Person lieber auf dem Teller als unter den Füßen. Wenn du willst, Riepe, können wir auf der Rückfahrt in Berlin nach deinem Wilhelm sehen. Wäre das was? Mit Revolutionären habe ich nichts zu schaffen, Herr Baul. Komm, Quintkind. Sieht doch unserem Pönichen zum Verwechseln ähnlich, nein? Sag bitte Frau Gerstenberg zu mir. Oder Hausmutter. Wie es dir lieber ist. Setz dich doch bitte. Wir freuen uns, dass du zu uns gekommen bist, liebes Kind. Jedes unserer Häuser trägt den Namen eines Baumes. Du sollst im Haus Birke wohnen. Habt ihr viele Birken im Hinterkommen? Es geht. Die Ordnung unseres Hauses lernst du am besten im Laufe der Zeit durch Erfahrung. Du kannst bei uns außerhalb der regulären Schulfächer noch vieles andere lernen und ausüben. Ein Musikinstrument, Theater spielen, Sport treiben, sogar das Sportabzeichen machen. Am liebsten rudern und schwimmen. Na siehst du, du bist so eine Wasserratte. Wir haben den großen Pönicher Seenpönichen. Wir stehen um 7:30 auf jeden Morgen. Beim Frühstück begrüße ich alle Schülerinnen von Hermannswerder. So sehen wir uns mindestens einmal am Tag. Die Arbeit beginnt täglich mit einer evangelischen Morgenfeier in der Aula. Es wäre schön, wenn du eine hübsche Singstimme hättest. Eins möchte ich dir noch sagen. Es ist unser fester Glaube, dass ergänzt durch Sport und Leibesübung erst der Erwerb geistiger und praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten zur wahren Bildung führt. Trommelwirbel? Aus Beobachtung von vielen Vulkanausbrüchen wissen wir, dass sich tief unter der festen, erkalteten Erdkruste ein feurig heißer, zähflüssiger Gesteinsbrei befindet, das Magma. Es kann durch Rinnen in der Erdkruste wie durch Kamine oder Schlote nach oben entweichen. Beim Aufsteigen entweichen aus dem Magma Gase. Das nun gasarme Magma fließt an der Erdoberfläche als glühender Strom, den wir Lava nennen. Die Lava erstarrt durch von Maximiliane. Was sagte ich eben? Wie nennen wir den feurigen Gesteinsbrei, solange er sich noch im Erdinneren befindet? Manna? Wir haben Erdkunde, Maximiliane, und nicht alttestamentarische Geschichte. Hella, Maximiliane, Gudrun,
wollen wir doch bitte die Briefbeförderung der Deutschen Reichspost überlassen. Also fahren wir fort. Also, die Asche- und Lavaschichten bilden nun... Alles verstanden? Eine Kurzform meines Vortrages hätte ich gern von euch dreien bis morgen früh. Schriftlich. Tag, Maximiliane. Na, du hast dich aber mächtig rausgemacht in den Jahren. Du ja auch. Ich soll dich von den Großeltern grüßen, wenn ich dich sehe. Das finde ich aber lieb, dass mich das gute alte Königin nicht ganz vergessen hat. Aber du hast es ja ziemlich vergessen. Du? Na ja, weißt du, wenn man in dem turbulenten Berlin ist und immer sehen muss, wie man sich durchboxt. Das ist mein Auto. Gefällt's dir? Ja. Weißt du, ich habe mir schon gedacht, dass wir es zu Anfang ein bisschen schwer miteinander haben werden. Irgendetwas hast du ja wohl auch von mir geerbt, nicht? Also pass auf, ich habe gedacht, wir fahren jetzt mal nach Berlin rein. Und unterwegs erzählst du mir, wie es dir in Hermannswerder gefällt und was in Pönichen so passiert ist. Und ob du hier schon Freundinnen gefunden hast und so. Ja, einverstanden? Und was machen wir in Berlin? Ja, wozu du Lust hast. Wir können ein Eis essen gehen, wir können ins Kino gehen oder ein bisschen bummeln oder vielleicht was Hübsches für dich einkaufen. Hm? Können wir abfahren? Hm. Natürlich. Steig an. Und hinterher möchte ich dich gern noch mit Dr. Grün bekannt machen, wenn du noch Zeit hast. Ist das dein Mann? Ja. Dr. Grün ist Psychoanalytiker, Freud-Schüler, vor Jahren aus Wien nach Berlin gekommen. In der ersten Zeit mit Vera ging sowohl die Praxis wie die Ehe gut. Man führt ein großes Haus, Vera und Dr. Grün genießen den Ruf, originelle Gastgeber zu sein. Es gilt als schick, von ihnen eingeladen zu werden. Allmählich bekommt die Praxis jedoch die Wirkung der Nazi-Propaganda zu spüren. Dass auch die Ehe mit Vera seit einiger Zeit Verfallserscheinungen zeigt, hat mit der jüdischen Herkunft Dr. Grüns allerdings nichts zu tun. So, Daniel. Hier ist nun also das Produkt einer Berlinerin und eines pommerschen Landjunkers, wie du es mal genannt hast. Wenn du es fertig bringst, mach bitte nicht gleich eine Versuchsperson aus hier. Tag, Maximiliane. Lass dich ansehen. Nein, von Vera hast du nichts. Dann wird wohl dein Vater dominant sein, hm? Mein Großvater. Sieh mal an, du verstehst ja was davon. Setz dich doch mal in den Stuhl. Du brauchst keine Angst zu haben. Obwohl ich nachher gern ein paar Tests mit dir anstellen möchte. Mein Forschungsgebiet ist nämlich die Verhaltensbeobachtung. Der Ausdrucksgehalt der Bewegungen des menschlichen Körpers, des Gesichts, des Rumpfes, aller Glieder überhaupt. Ein Mensch gibt ständig Signale durch alles, was er tut oder lässt. Vor allem aber dadurch, wie er es tut oder lässt. Hast du zum Beispiel einmal darauf geachtet, dass es Anfasser gibt?
Leute, die die anderen ständig an der Schulter, am Ärmel, am Jackenknopf fassen. Das hat doch etwas zu bedeuten. Nimm dir doch mal ein Bonbon. Das war schon sehr aufschlussreich. Mit der Hand hast du ganz unbefangen zugegriffen. Aber deine Füße, die haben mir verraten, wie verlegen und unsicher du warst. Machst du mal eine Faust? Noch ganz in der phallischen Phase. Zeig mal her. Du kaust an den Fingernägeln. Das war zu erwarten. So, und jetzt legst du dich mal auf den Teppich und tust so, als legst du in deinem Bett. Ohne Kissen? Ja, ohne Kissen. Ich möchte deine Einschlafhaltung beobachten. Bist du doch im Kissen, hm? Sei ganz entspannt, so wie du bist, wenn du schlafen gehst. Lieber Großvater, tut mir leid, Sophie Charlotte, hier steht eben nur lieber Großvater. In Hermannswerder ist es herrlich. Mit unserem Ruderboot haben wir den ersten Platz im Hindenburg-Gedächtnislauf errungen und eine Ehrenurkunde gekriegt. Meine Freundinnen heißen Hella und Gudrun, beide aus Mecklenburg. Die Lehrer sind ganz anders als in Arnswalde. Wie geht es euch allen auf Pönichen? Hier lerne ich viele Gedichte und Choräle auswendig. Im Schulchor singe ich in der zweiten Stimme mit. Immer wenn das Wetter schön ist, gehe ich schwimmen. Schickt bald wieder einen Korb mit Äpfeln. Das Wetter ist in Hermannswerder immer schön. In Berlin bin ich auch schon U-Bahn gefahren. Auch einmal Paternoster. Ja, nun muss ich schließen. Viele Grüße an alle, besonders an Amma und die Großmutter. Na also, Sophie Charlotte. Na also, Quint. Ach, hier ist noch ein Nachsatz. Wann kommst du mich mal besuchen? Ach, und ein Foto. Gut sieht sie aus. Ja, sehr gut. Es könnte von Vera sein. Es ist ihr Stil, wie sie fotografiert. Dass du das erkennen kannst, dass sie kein Wort von Vera schreibt. Warum sollte sie? Dir fehlt das Kind manchmal sehr, nicht? Die braucht das andere jetzt mehr als uns. Bitte? Ich soll zu Ihnen kommen? Ja, setz dich bitte. Maximiliane, du wirst ab und zu von einer Dame abgeholt. Sie ist sehr extravagant aufgemacht. Wer ist diese Dame, mein liebes Kind? Eine Bekannte? Wie auch immer, wir fürchten, sie ist kein passender Umgang für dich. Denke an den Geist unseres Hauses. Halte dich rein. Wir meinen es gut, mein liebes Kind. Wirst du dir das überlegen? Na, Wilhelm? Ich darf ja wohl noch du zu dir sagen. Schließlich bist du ja ein Pönicher, Junge. Willst du nicht mal deinen Vater besuchen? Er würde sich sicher freuen. Davon bin ich überzeugt. Abschied von dem Kind fällt mir jedes Mal schwerer. Aber es geht ja ausgezeichnet in Hermannswerder. Haben wir einen guten Griff getan. Übrigens, ich habe deinem Wilhelm in Berlin auch einen Besuch gemacht. Das interessiert mich nicht mehr, Herr Baron.
Da wird es zumindest deine Anna interessieren. Spielt leider immer noch den wilden Mann. Zwei Jahre später ist es dann endgültig soweit. 1933. Die Weimarer Republik ist am Ende. Adolf Hitler wird deutscher Reichskanzler. Das Dritte Reich setzt seine ersten Zeichen. Reichstagsbrand, Austritt aus dem Völkerbund, Ermächtigungsgesetz, die letzten Reichstagswahlen, die ersten Konzentrationslager. Hier bin ich. Heil Hitler. Heil Hitler. Was kann ich für Sie tun, meine Herren? Wir wollen Ihnen helfen, Ihrer Wahlpflicht zu genügen, Herr von Quint. Ich bin ein alter, kranker Mann, meine Herren. Der Ortsgruppenleiter wünscht eine 100%ige Wahlbeteiligung. Ach, also habe ich gar keine Wahl. Wie ich sehe, tragen die Herren Uniform. Ich bitte Sie, in der Vorhalle auf mich zu warten. Alter. Riepe! Hast du mal Feuer? Lass das. Die Herren wollten mir helfen, meiner Wahlpflicht zu genügen. Na dann, bitte.